Liebe Jungen, ich danke zunächst einmal herzlich für den großartigen Empfang, den wir hier diese Stadt und hier der Marktplatz voller Gedichtdichter, Leute, dichtstehende Leute bereitet hat. Darf Ihnen aber auch das eine versichern, wenn ich dieses Jahr hier zum 17. Juni in Helmstedt spreche, Sie sehen daran, dass es nötig war, wenn ich hier dieses Jahr in Helmstedt spreche, dann ist das mein eigener Wunsch gewesen. Die drüben ihre Selbstbestimmung immer noch nicht haben, aber die nun sitzen zu lassen, die der Fremdbestimmung zu überantworten, das alles zu billigen, dem Bundestag, ein frei gewähltes Parlament, gleichzusetzen mit der Volkskammer, das alles kann ich nicht, meine Damen und Herren, und das will ich auch nicht. Nach allem, was ich sehe, ist ein Punkt erreicht. Sie haben eine andere Art gewählt, eine völlig andere Art. Denn Sie haben einen anderen Grundakkord angeschlagen, etwa so. Sie werden aber, meine Damen und Herren, wenn überhaupt, nur kurzfristig Freude daran haben. Ich möchte im Sinne dessen, was das Sprichwort zu sagen weiß, sagen. Ihre Behauptung. Haben kurze Beine. Sie kennen das Sprichwort. Oder ins Politische übertragen, CDU, CSU haben kurze Beine. Über Inflation, über Geldentwertung, um Leute zu schrecken. Das tun sie ganz systematisch. Das ist ein politisches Rezept. Das ist aber kurzlebig. Und sie zielen dabei immer nur auf den Schlitz, nichts anderes. Sie wollen, wissen Sie, mit dem, was Sie da zusammen leisten, Inflationsgeräte, suggerieren, wovon Sie sich Stimmung und Stimmengewinn erhoffen. Das ist alles. Sie können, ohne dass man immer ganz genau merkt, wie sie quetschen. Oft, immer oft, jawohl. Nur eines haben sie doch keine Angst. Von mir werden Sie immer, wenn Sie wollen, Kontrakrieg. Ist doch klar, ich verstecke mich doch nicht hinter irgendwas. Das wissen Sie doch ganz genau. Immer auf. Jawohl. Ihre Behauptungen haben kurze Beine. Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Deutschland braucht Bayern. Deutschland braucht Bayern. Bayern ist nicht nur ein Ferienland für In- und Ausland mit Bergen, Wäldern und Seen. Bayern ist nicht nur ein Land für Lederhosen, folkloristische Künste, Schubladeln, Zupfgeigen und Ähnliches. Bayern ist auch das Land, in dem die Liebe zur Heimat sich mit der Treue zu Deutschland verbindet. In der Not lässt man sein Vaterland nicht im Stich. Wenn man einen Beamten dazu bringen will, ohne Beförderung sich versetzen zu lassen, geht es mit dem Flugzeug nach München fast allein, wesentlich leichter. Ohne die Beförderung mit dem Zug nach Bonn ist beinahe
ein Verstoß gegen die Menschenrechte.